Servus Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge und nein, kein Stream von der Jan Regensburg Karriere in FIFA 18. Ja, heute mal die erste Folge. Ich habe ja die Jan Karriere bisher nur gestreamt und hier sehen wir mal was sehr Interessantes. Marco Reus wechselt für knapp 68 Millionen zu Barcelona, aber das interessiert uns nicht heute. Wir konzentrieren uns auf die zweite Liga und auch gleich hier auf das Spiel gegen Kiel. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Spiele, also ein bis zwei Spiele pro Folge zu spielen und ja, den Rest zu simulieren, weil sonst dauert die Karriere einfach zu lange. Ich wollte die Karriere ja eigentlich sehr, sehr realistisch machen. Nur irgendwie ist mir jetzt die Lust vergangen und jetzt will ich einfach hier alles raushauen. Und wir haben auch nicht mehr so viel Geld, also mit Transfers in der heutigen Folge wird es wahrscheinlich nichts. Aber jetzt, heute, will ich euch einfach mal nochmal alles zeigen, was wir bisher gemacht haben. Also wir haben schon mal ein paar Spieler verpflichtet. Erstmal hier unser ganz, ganz, ja, früheste Transfer. Ich glaube sogar am zweiten Tag oder so der Simulation haben wir Eric Thomy von FC Augsburg verpflichtet und dann noch hier, ja, kurz vor Transferende, glaube ich, haben wir noch Teuchert verpflichtet, aber sonst haben wir nur noch hier halt ein paar Jugendspieler gemacht und Stolze, der spielt ja jetzt in letzter Zeit in Real Life beim Jan eher Rechtsverteidiger, aber hier ist er als Stürmer angegeben, also ich weiß auch nicht, was da los ist. Und heute will ich auch die Mannschaft mal ein bisschen besser machen und das mache ich jetzt hier in 3, 2, 1. Das ist die neue Aufstellung des SSV Jan Regensburgs in meiner Karriere. Ja, eigentlich habe ich nicht viel hier geändert, nur Mees für UWS hereingebracht, Teuchert noch für Marco Grüttner, weil der ist jetzt schon, ich glaube, 33 oder so. Können wir ja mal kurz schauen. 31, also ich war nah dran. Ist aber doch noch nicht so alt. Also ist eher so ein Backup. Sie haben beide dieselbe Gesamtstärke. Und Teuchert ist halt noch sehr jung. Also 11 Jahre Unterschied. Also das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und dann habe ich hier noch Oliver Hein reinmachen müssen, weil Salah ja verletzt ist hier. Aber ich denke, doch, das war was sehr Schlimmes, glaube ich. Aber naja, Hein ist jetzt auch nicht mehr, obwohl, ja, 27 Jahre alt. Aber er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrung, glaube ich. Auch wenn Salah schon in der ersten Liga gespielt hat. Und Oliver Hein noch nicht. Aber Oliver Hein wird den Job wahrscheinlich auch sehr gut machen. Genauso wie Benedikt Zahler den auch gemacht hätte. Wir schauen mal in den Kalender und wir haben noch den August 2017. Dann geht's weiter mit dem September und ich habe doch noch nicht die Transferphase fertig gemacht. Also wir könnten jetzt hier noch nach Spielern suchen, nur mit 191.000 Euro wird das, glaube ich, nichts. Ich kann ja mal kurz ein bisschen schauen nach rechten Mittelfeldspielern, da wir ja dort nicht mehr so gute Spieler haben. UWS ist, glaube ich, nur noch der, der er spielen kann, genau. Mees kann es aber er ist eigentlich ein LM. Aber ich schaue jetzt einfach mal, wie ich ja fündig würde. Und ich habe ja schon mal geschaut im Stream. Und ja, die zwei sind sehr interessant. Ich werde mal hier... schade, der ist ausgeliehen. Und ja, der könnte ja gekauft werden. Anscheinend. Ich schau mal kurz, wo ist er hier von Leipzig? Yilmaz. Könnten ja mal hier Laie. Schade. Aber hier hat auch keiner, habe ich auch schon im Stream getestet. Keiner hat hier ja irgendwie so Lust. Beziehungsweise der Verein hat keine Lust, den Spieler zu verkaufen. Und jetzt gehen wir rein ins Spiel gegen Holstein Kiel zu Hause in der Continental Arena und ich lasse mich überraschen. Und Janzer schießt
ins Tor von André Weiß und es wird am Ende ein 1:2. Mana Damian hat noch den Ausgleich gemacht in der 48. Aber in der 62. macht dann Kiel doch noch das Siegestor. Und ja, wir simulieren jetzt hier mal kurz das Training. Und ja, jetzt wird es endlich mal wieder Cuts jetzt geben, hätte ich gesagt. Jetzt labere ich nicht mehr so in vielen Sätzen, sondern jetzt gibt's viele Cuts. Wir haben ein Transferangebot für Marco Krüttner erhalten. Und da kann man schon überlegen. Nein, fuck, oh mein Gott. Freunde, ich bin so dumm. Ich bin auf Angebot annehmen. Aber 670.000, ich hätte da schon auch überlegt, so es anzunehmen. Aber ich hätte jetzt schon noch versucht, so auf 800 oder 700.000 hochzugehen. Oh mein Gott, der größte Fail in der Karriere ever von mir. Oh Gott, come on. Und hat er sich verkauft? Ich weiß es noch nicht, aber jetzt kommt die Antwort. Hat er sich verkauft? Er hat sich nicht verkauft, aber wir bekommen hier ein Angebot für Marvin Knoll rein und wir gehen auf Verhandeln von Holstein Kiel. Also ich will ihn gar nicht abgeben. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch und ja. Und oh mein Gott, ich habe hier einfach 1,1 Millionen herausgehandelt. Es ist schon ein bisschen traurig. Hier Marvin Knoll, einer der wichtigsten Spieler vom SSV, abzugeben. Aber vielleicht gibt's ja hier auch bei Marvin Knoll den Stillstand wie bei Marco Krüttner. Aber ich bezweifle mal nicht. Und Asensio geht für 82 Millionen zu Paris Saint-Germain. Was wollen die denn mit Asensio? Die haben doch jetzt schon Neymar, Mbappé und Cavani vorne in deren Sturm. Auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. Und ich hoffe, dass Marvin Knoll doch noch bei uns bleibt. Weil sonst wird es sehr, sehr knapp, hier nochmal einen guten Spieler zu kaufen. Oh mein Gott, Freunde, es wurde die Freigabesumme für Oliver Heim bezahlt. What the fuck? 970.000 bekommen wir von ihm, von Duisburg. Und Marvin Knoll wurde verkauft. Oh mein Gott. Jetzt muss ich hier einfach noch zwei Spieler kaufen. Einen Rechtsverteidiger und einen Innenverteidiger. Ja, das wird jetzt schwer, glaube ich. Weil, naja, da gibt es nicht so gute, die jung und billig sind. Aber ich versuche jetzt erstmal mein Bestes. Ich habe mal einen Ersatz für Marvin Knoll rausgesucht und das wäre Timo Baumgartl. Und ich versuche jetzt einfach mal den in irgendeiner Art und Weise zu verpflichten. Ausleihen geht schon mal nicht und kaufen könnte funktionieren. Ich biete jetzt erstmal 900.000 und oh mein Gott, wie viel wollt ihr denn? Ey, EA Sports, das ist so behindert von euch gemacht dieses Jahr, dass du einfach gar keine Chance hast, hier irgendwie zu wissen, ob der so oder so kostet. Aber ich muss anscheinend jetzt wieder nach ein paar neuen suchen. Das kann wirklich sehr hart werden. Ich schaue nämlich hier immer. Die finden einfach nur so richtig Kackspieler. Ich setze jetzt erstmal hier auf den und ja, ich habe nämlich vorhin schon ein paar entdeckt, die vielleicht was wären für den Jan, aber ja, hier Timo Baumgartl. Schade, dass der jetzt doch nicht zu uns kommt. Aber naja, mit dem wird's auch nichts. Freunde, wir haben jetzt da Costa für eine Kurzleihe ausgeliehen. Also eigentlich wollte ich ihn ein Jahr ausleihen, aber ich habe mich leider verklickt und ja, hier sind noch ein paar andere, die wir vielleicht auch leihen oder vielleicht sogar kaufen könnten. Ich probiere es mal hier mit Arkenberg. Den auszuleihen geht aber nicht, da der Verein den Spieler erst gekauft hat. Schade. Und wir können ihn aber kaufen, holy. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber ich denke, der wird jetzt schon ein bisschen mehr kosten. Also, ich glaube, der wird hier schon mindestens eine Mille kosten. Let's fucking go! Ha, let's
go! Nice! Jetzt geht's los, Freunde. Wir bekommen vielleicht jetzt hier noch kurz vor Transferende bekommen wir noch zwei Spieler vielleicht. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Okay, da ist Finn Arkenberg und ich möchte ihn eigentlich schon gerne ranlassen und er ist schon wichtig. What the fuck, was hat der für einen Vertreter, Alter? Ein Jahr? Ja, vielleicht zwei? Okay, ja. Keine? Ja, ich auch nicht, auf jeden Fall nicht. Ja, let's fucking go, Freunde. Das kann man machen. Let's go. Und Da Costa kommt auch noch. Da Costa, das klingt so dumm manchmal. Dieses Da Costa kommt auch noch. Ja, moin. Und damit haben wir jetzt einen flexibel einsetzbaren Spieler. Und zwar hier ist er, Arkenberg. 62 leider nur. Er kann RV und IV spielen, was natürlich sehr, sehr nice ist. Und ja, falls er sich hier dann, während Salah verletzt ist und er hier RV spielen darf, falls er sich da so auf eine 66 oder so verbessern sollte, ich glaube nicht, dann könnte man ihn wirklich mal hier so als IV ranlassen. Aber bisher könnte es sogar noch sein, weil er ist ja jetzt, ja, für ein, zwei Monate, glaube ich, ist Salah verletzt, ist er Stammspieler bei uns. Und Da Costa, was ist mit ihm? Abgelehnt, schade. Aber wir haben jetzt endlich auch einen Ersatz für Oliver Hein gefunden. Und deswegen ist jetzt auch die Transferperiode vorbei. Ja, let's go. Jetzt müssen wir den Fokus auf die Liga setzen. Und jetzt ist auch endlich September. Und ja, Freunde, ich kürze jetzt heute einfach mal die Folge ein bisschen. Ich möchte hier einfach den September in eine neue Folge reinpacken. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.